ist Iris Kubelus von der paranormalen Geister-Dämonen-Gruppe. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute möchte ich ganz gerne etwas präsentieren. Und zwar ein Gespräch zwischen Ursel und den Manfred. Dieses ist sehr aufschlussreich, das kann ich euch schon mal sagen. Es wird in diesem Gespräch vorkommen, schwarze Magie. Ja, und auch die Stimmen mischen sich ein. Charlie Pepper. Ja, also lasst euch überraschen, hört euch dieses Gespräch an und ja, viel Spaß dabei erstmal. Da? Ja. Jetzt will man gucken, ob die anderen noch in der Leitung sind. Oh no, du, oh, was ist denn los? Du, das wird immer brutaler. Die sind immer noch in der Leitung, es wird brutaler. Du, die kommen in der Lautstärke bis dahin aus. Wieso denn? Was ist denn los? Hörst du es nicht? Nee, ich höre nichts. Weißt du, warum ich aufgehört habe? Was? Warum sind zwei Menschen? Ja, meine lieben Freunde, warum habe ich das Gespräch aufgehört? We have to go, we have to leave you, we have to go to the Menschen. Bist du noch da? Ich bin da. Ja, meine lieben Freunde, ich habe nur aufgehört, weil die Kassette jetzt zu Ende war. Ihr weißt ja, dass ich aufzeichne, stimmt das? Ich habe aufgelegt, stimmt. Und warum? Sag mal, bist du überhaupt noch da? Ich bin da. Da kommt ein Haufen Zeug Englisch. Ich blick nicht mehr durch. Also ich weiß echt? Kommt eine andere Stimme noch. Was für eine Stimme? Mehr Männerstimme. Was? Mehr Männerstimme ist jetzt eben gekommen. Bei mir ist kein Schwein, kann ich der Tod sicher versichern. Ich habe Aufzeichnungen da. Ich habe keine Studio-Orgel. Wenn ich jetzt was manipuliere und das... Ich weiß nicht, ich verstehe dich nicht. Du, hör mal zu, verstehst du gar nichts? Nö. Da kommt zwischendurch eine die Pizza-Stimme rein und dann kommt eine richtig, die Englisch sprechen wird. Ja, ich verstehe überhaupt nicht, ich höre nichts. Ich höre nur dich, teilweise bist du ruhig, teilweise sprichst du. Mehr kann ich nicht sagen. Das werde ich als Tiger genannt. Was? Das rufen sie mich als Tiger. Warst du mal Tiger, ne? Bin ich auf Englisch gerufen worden, Tiger? Hallo, Tiger. Hat eben gerufen worden auf Englisch, Tiger? Ich weiß es nicht, bei mir Hallo, nicht. Hallo, Tiger. Du, jetzt eine männliche Stimme, Tiger? Hallo, Tiger. Was weiß ich? Ich habe weder einen Mann noch eine Frau, ich habe keinen Dienst und keinen Kunst, ich möchte... Ich muss sagen, also, Ursel, dieses Gespräch steht also vollkommen da. Dass keine Manipulation von deiner Seite kommt. Ich verstehe. Ich höre dich also nochmal wieder reden, deshalb habe ich dich ja gefragt, bist du da. Also ich muss sagen, ich habe gemerkt, die Manipulation kann nicht von mir gekommen sein, damals von Kiel, das merke ich jetzt selber. Ich habe das aber, ich war ja auch nicht in Kiel, was soll das denn? Habe ich dir doch gesagt, ich war nicht in Kiel. Ja, okay, ich rufe nochmal die männliche Stimme, komm bitte nochmal rein von Tiger. Hallo, Tiger. Du, sag mal. Ja, mein lieber Freund, ich bin der Tiger, du rufst mich als Tiger. Wie ist denn dein Name? Keule. Ist das die Keule? Ja, sei es. Sag mal. Ja, kennt ihr mich mit Sarah verbinden? Ja, eben die Dusche. Sag mal. Was? Sarah ist eben unter der Dusche? Ja, eben die Dusche. Eben Dusche? Und der Cicero? Ja. Ja, gib mir mal den Cicero. Also, mein lieben Freunde, könnt ihr mich verbinden mit dem Cicero? Wie ist es, der Seventh Dimension? Sag mal. Wie ist es, der Seventh Dimension? Ursula, bitte, kleinen Moment.
Stille jetzt. Warum redest du immer mit mir? Ich rede ja mit dir! Hast du mich angerufen, um für Kennedy zu schweigen? Nein, aber wenn so eine gute Verbindung besteht. Mein lieben Freunde, könnt ihr mich mit dem KG Röder verbinden? No. Warum denn? Wir sind die 7th Dimension. Ich hab nicht verstanden. Was soll sie was? Die hat was gesagt. Was? Kennt ihr mich, also meine lieben Freunde? Ist das ein Geisterkontakt, den ich jetzt mit euch habe? Yes. Okay, bitte nicht knacken, meine lieben Geisterfreunde. Ja, mein, sag mal. Könnt ihr mir den KG Röder geben? Ich mit denen sprechen. Jawohl, der KG Röder. Okay, jetzt mache ich mal Folgendes. Kennt ihr mich vermitteln mit meinem Schwiegervater? No. Sag mal, du. Du, ich muss sagen, Ursel. Okay, ich sag ganz offen. Was? Du kriegst Kopie von dem Band. Ja, aber... Und wenn das Band hier unten ist, kommt das Grauen. Aber fangst du nicht an, noch mehr zu saufen? Du brauchst dich nicht auf Wiedersehen sagen. Ich will dich noch weiterhin hören, meine ich kleine bin Stimme. Ich bin da. So. Ich möchte jetzt noch mal eine Frage stellen an die anderen. Meine lieben Freunde, in der unbekannten Freunde der Leitung. Ist das jetzt eine Arbeit oder beziehungsweise kommt eine Verbindung zustande, wenn zwei Menschen miteinander telefonieren, die medialisch veranlagt sind, dass ihr dann die Möglichkeit habt, reinzukommen? Sag mal, was soll das? Kennt ihr meine Antworten? Du bist jetzt mal still. Kennt ihr meine Frage beantworten, bitte? Ja, was soll der Scheiß? Sei still, das sind Antworten. Wie hat er die Möglichkeit, kommt das zustande durch die Energie von den zwei Gesprächspartner, bitte? Bei Power Transfer. Ich kann kein Englisch, bitte Deutsch. Ja, habt ihr die Möglichkeit, sowas zu veranstalten? Kraftübertragung. Sag mal, bist du jetzt fertig mit der Stillschweigerei? Ich muss das sagen. Ich muss sagen. Und ich muss das Gespräch jetzt beenden. Bye. Sag mal. Die tun sich verabschieden jetzt. Meine lieben Freunde, wird das bei der Wissenschaft jetzt anerkannt, was ich jetzt vollbracht habe? Sag mal. Ja. Sag mal, was soll das? Wird das anerkannt, meine lieben Freunde? Die Sache wird anerkannt bei der Wissenschaft. Ich muss sagen, Ursel, du kannst dich bereithalten für die Wissenschaft. Für mehrere Tests. Mit Anrufe. Da sollen die mit den Geräten da hocken. Und das ist genauso gewesen wie mit der Ursel in Karlsruhe. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Ach, was? Ich will gar nicht mehr, mein lieber Schatz im Hintergrund. Was? Wie weit? Wer war denn sowas in Karlsruhe? Ach so, mein lieben unbekannte Freunde, habt dasselbe gemacht mit der Ursel Thome in Karlsruhe? Ui. Eine Frage, meine lieben Freunde, ihr wisst ja alles und ihr seht alles, was wir machen können. Stimmt das? Ui. Meine lieben Freunde, wenn ich demnächst wieder einen Auftrag kriegen, wo ich Geld verdiene? So. Ich habe einen Auftrag jetzt, welchen mir nur Geld bekomme? So. Was soll das denn? Gehe ich Konkurs? Yes. Bringe ich mich um? Yes. Komme ich zu euch? So.
coming there? Yes. Könnt ihr mir helfen? No. Was soll ich machen? Ihr macht das alles. Könnt ihr dafür sorgen, dass ich wieder Arbeit bekomme? Helft ihr mir? Ich danke euch im Voraus. Auf Wiedersehen. Sag mal, bist du überhaupt noch da? Ja, okay. Ich kann zum Sicherheit gehen. Bist du noch da oder rede ich mit dir da am Flaxflug so? Gut, wir haben eine Verbindung und das ist was anderes noch in Leitung. Was? Ich muss sagen, also bei vier verschiedenen Stimmen in der Leitung. Wo denn? Bei mir ist kein Schwein. Du hör mal, wir haben 23:45 in der Nacht, ja? Du hast ja gesagt, die Geister kommen in der Nacht um 12. Mitternacht um 12. Stimmt das, liebe Geister? Bei Vollmond soll man normal Rofo KB rufen. Okay, meine lieben Freunde in der Leitung. Ich würde dir das auch mal raten. Lese mein 6. und 7. Buch Moses. Bekehr dich und geh in dich. Ist verbrannt, das weißt du. Und ja, ja. Ich möchte eins sagen. Okay, wenn wir nicht das gespeicherte Amt hatten, wann gelängst mir, die Sachen zurückzugeben? Pass mal auf, ich werde... Zurückzugeben und außerdem das Geld zum Empfänger. Pass mal ich habe die Nummer von der Staatsanwaltschaft. Ich bestehe drauf auf eine Verhandlung. Ja, das kannst du ja. Und ich muss sagen, die Geister sind um mir. Und ich muss sagen... Die Geister sind um mir. Ein gutes Deutsch mal wieder. Und jetzt würde ich mal nicht so viel Bier saufen, ich würde mich ins Nest legen und diesen ganzen Quatsch mal ruhen lassen. Du hast ja gemerkt, du hast mich mal wieder in was reinmanövriert, nachher kommst du nicht mehr raus. Ich komme raus, ich hab ja keinen Zufall, ich bin ungefähr nichts mehr gemacht. Und ich muss das sagen, ich habe also mich gewundert, vor 14 Tagen, wo ich angerufen hatte und auf Anrufwarte gesprungen habe. Da ruft ihr mich dann dauernd zurück, ich soll euch nicht anrufen. Ich hab euch nicht angerufen gehabt. Das war genauso das letzte Jahr im September in Schwanau. Du kriegst Anrufe, Schnaufen, ruf mich an und ich hab geschnauft und dann hab ich einen Anruf gekriegt von einem aus Kiel. Aber doch, liebe Geister, sind wir noch da? Ich bitte jetzt um eine Antwort in Sprache. Habt ihr damals das intensiert? Habt mich angerufen, angeblich von Hamburg, von Kiel oder von irgendwas und auch noch die Ursula. Gebt mir bitte eine Antwort. Manfred. Die Antworten kennt ihr von dir gar nicht mit Ja. Was? Kennt ihr mit mehreren Personen auf einmal jetzt kommen? Yes. Die Männerstimme soll auch noch kommen. Yes. Die Männerstimme soll auch noch kommen. Ui. Habt ihr das veranstaltet letztes Jahr? Nein. Yes. Du spinnst. Doch, was verstimme ich jetzt drauf habe? Was? Wie bestimme ich jetzt drauf habe, sag ich da. Meine lieben Freunde, habt ihr mich ausgesucht? Spricht auf einmal alle zusammen Ja! Ja! Manfred, bist du noch da? Bin ich von euch ausgesucht worden? Nein. Seid ihr Verstorbene? Ja! Ja, mit Ja beantworten. Nein. Kennt ihr mich persönlich? Nein. Könnt ihr mal sagen, wann ich Geburtstag habe? Meine lieben Freunde, sagt mal bitte, wann ich Geburtstag habe. Ich habe es nicht verstanden, bitte wiederholen. Am 19. August. Was ist los? 19. oben. Was bedeutet das? Oben. Obis, du, die haben einen Geburtstag durchgegeben.
In was für ein Jahrgang bin ich, wie alt bin ich jetzt? Mein Nebenfreund in der Leitung, in... Ja, was für ein Jahrgang bin ich geboren? We can't count. Nee, verstehe ich nicht. In was für ein Jahr bin ich geboren worden? Kennt ihr mit Verhelfen zur Lottozahlen? Okay. Könnt ihr mal jetzt vielleicht einmal die Lottozahlen durchgeben, dass ich tippen kann? Morgen! Tomorrow. Wir müssen das machen. Tut er mich anrufen? Ja, tut er mich anrufen oder muss ich ein Gespräch mit der Ursel haben? Ursel? Ich muss ein Gespräch haben mit morgen mit ihr. Ich krieg die Wörter zahlen. Jawohl! Ach. Ich habe alles aufgezeichnet. Das rentiert sich, dass du morgen. Dann säufst du ein Bier zwischendrin, machst du Glück, da bist du wieder nicht da. Ja, meine kleine Moment. Hallo, Manfredo. Ich sage mal. Ich werde mit meinem Vornamen gerufen. Okay, meine lieben Freunde, um wie viel Uhr soll ich mit der Ursel telefonieren? Um Mitternacht. Was? At midnight. Midnight? Was heißt das, Ursel? Midnight? Mitternacht. Okay, telefonier morgen um Mitternacht. Ich krieg den Leuten Zahlen durchgegeben. Hm? Ich krieg um Mitternacht die Leuten Zahlen durchgegeben. Ich mit dir telefonier. Mit mir. Mhm. Du musst auch stolz sein. So. Ja, meine lieben Freunde, gebt ihr meine Zahlen durch? Kann sie Ursel Dörner auch hören? Ich hab's nicht verstanden, bitte wiederholen. Okay, ich telefoniere also Mitternacht mit Ursel. Ja, bist du denn überhaupt noch da? Und ihr gebt mir die Lohnzahl durch, stimmt das? Okay, also Freund ist Ursel. Also Mitternacht soll ich mit dir telefonieren. Morgen. Soll ich extra Dienst machen wegen dir? Gut. Ja, und ich krieg die Lottozahlen zurück mitgeteilt, du hörst aber nicht. Ich höre sie nicht. Ja. Gut, dann teilen wir uns den Gewinn. Okay, ich bin einverstanden. Okay. Aber ich muss noch mal. Dein Gewinn. Die Hälfte von deinem Gewinn. Ja. Kriegst du auch. Nein, es geht ins Leben. In die andere Welt. Ja. Und gegen die schwarze Magie. Nein, für die schwarze Magie. Gegen die schwarze Magie. Für die schwarze Magie. Seid ihr einverstanden, meine Freunde, gegen die schwarze Magie? No. Wollt ihr für die schwarze Magie? Ja. Ja, meine lieben Freunde im Hintergrund. Seid ihr einverstanden mit dem Heil, mit Heil von Luther Green? Ja. Sind Sie einverstanden? Und eine Frage, meine lieben Freunde, soll doch die Hälfte des Gewinnes, weil ich kriege, ein Teil also davon, was die Ursel soll kriegen, für die schwarze Magie verwendet werden? Woll. Sie die haben bestätigt, ja. Was haben Sie bestätigt gehabt? Ja. Ich habe nichts gehört, gar nichts. Gar nichts? Ich habe gedacht, du trinkst eine Flasche Bier. Nein, die haben es bestätigt. Was denn? Dass der Gewinn soll geteilt werden, also die Hälfte von dem Gewinn, was du kriegst, von mir, ja. Soll für die schwarze Magie verwendet werden. Sagt ja, die schwarze Magie ist die bessere Magie. Nein, ich weiß, da brauchst du schon wieder rein, wohl? Bei dir nur, kann nur bei dir sein, bei mir ist kein. Ich hab auch niemand bei mir! Hör mal, ich kann nach dem 3:45 niemand mehr bei mir haben. Ich wollte schon, sag mal. Ja, sie kann nicht stimmen, ne? Nö.
Ja, mein Schätzchen, bist du nur bei mir? Ja. Sie ist nur bei mir. Ja, ich halte, Papa, bist du da? Ja, ich bin. Was habe ich jetzt gerade in der rechten Hand? Zigarette. Das gibt's nicht. Was? Charlie Power, was habe ich in der linken Hand? Telefonreceiver. Nein, hat sie gesagt, was habe ich in der linken Hand? Ich habe irgendwas Schwarzes in der Hand, was ist das? Nein, ist kein Telefonreceiver. Was habe ich jetzt in der rechten Hand? Sag mal. Da mein Ursel, ich muss das Teste jetzt machen. Mein lieben Freund in der Leitung, ich habe in der rechten Hand was in der Hand. Was ist das? Was ist das? Tabakbeutel kenne ich doch nicht. Ich habe nur Zigarettenmaschine und... Nein, nein. Kannst du das vermutlich... Ich habe einen Besen in der Hand. Das möchte ich dir sagen, mein lieber Schatz. Manfred, sag mal... Nee, klein mit Ursel. Mein Schatz, Charlie Papa, was habe ich jetzt in der rechten Hand? Du sagst mal auf Wiedersehen. Au revoir. Manfred. Die tun sich verabschieden. Also, wer, wo? Dein Besuch. Mein unbekannter Besuch, der eine Telefonleitung ist. So. Naja, ich dachte, du hast Besuch und du nimmst mich auf den Arm teil. Weißt du, hast du nämlich überhaupt mit mir gesprochen, sondern nur klug gemacht und gesoffen anscheinend, ne? Nee. Naja, wann willst du mich wieder anrufen? Ja, morgen Abend. Also, ich muss nämlich jetzt noch wegfahren. Ich muss jetzt noch nach Schwanau fahren, ne? Also. Einfach am morgen Abend. Ich krieg die Lottozahlen durchgegeben. Du kriegst die Lottozahlen durchgegeben von Geistern. Naja, ich denke mal. Okay, ich drück dir mal einen Daumen. Okay. Ruf mich halt an. Kleinen Moment, Ursel. Ich will noch fragen, ob Sie da sind. Liebe Freunde, seid ihr noch da? Manfred. Sie sind immer da. Sie haben sich verabschiedet. Lieber Geist, Schutzgeist, bist du noch in Leitung? Bitte zweimal knacken. Lieber Schutzgeist, sind die anderen Geister abgezogen, bitte fünfmal knacken? Sag mal, Manfred, bist du überhaupt noch da, oder wie, oder was? Okay, mein lieber Schutzgeist, in Leitung, ich danke dir. Okay, Ursel, ich wünsche dir gutes Nächte, bitte. Okay, ich schlaf gut, das ist zu viel. Ich hab's also nicht bereut, dass ich dich nochmal angerufen habe, aber ich werde dich morgen Abend gegen Mitternacht anrufen. Okay. Ich krieg die Leute sagen, also, ich Ende. Das. Okay. Tschüss. Ja, meine Lieben, das war jetzt ein sehr langes Gespräch zwischen Ose und dem Manfred und die Stimmen, die dort geantwortet haben. Ich fand dieses Gespräch sehr interessant. Es folgen noch weitere Gespräche. Auf alle Fälle das nächste, freut euch darauf. Das wird auf alle Fälle auch nochmal so lang. Ja, ihr Lieben, aber trotzdem muss ich euch hier gestehen, habe ich, obwohl das so lang war, habe ich durchaus einige Namen, die hier genannt wurden, einfach rausgeschnitten. Ja, ich finde, das gehört hier oder vielmehr nicht an diese Stelle. Ansonsten habe ich auch dieses kurze Streitgespräch von Ursel und Manfred auch drin gelassen. Warum, kann ich euch auch in kurzen Worten sagen, weil es wichtig ist, dieses auch kurz zu erwähnen. Es ist so. Ja, ich würde mich jetzt nur noch bedanken bei euch fürs Zuhören. Beim nächsten Mal hört ihr Teil 2, wie es weitergeht. Fühlt euch ganz lieb gedrückt von mir. Habt ihr einen schönen Abend und bis bald, eure Iris. Bleibt gesund.